Sei. Einen wunderschönen guten Tag. Und zwar wollte ich jetzt mal eine neue kleine Serie für euch abfilmen. Aus dem einfachen Grund, dass ich normalerweise nicht so normal trainiere. Was heißt normal? Das hier ist Teil 1 aus meinem aktuellen Vierersplit. Und zwar ein Vierersplit, der wirklich in Anführungsstrichen sehr moderat gehalten ist, den ihr also auch machen könnt. Für absolute Anfänger würde ich es trotzdem empfehlen. Also ich sage euch mal meine Statistik ungefähr. Ich sage mal, 8 von 10 Leuten, die ich habe, die wirklich Anfänger sind, kommen am besten mit einem Ganzkörpertraining oder maximal einem Zweiersplit. Ja, dass ihr einfach den Muskel von der Frequenz her sehr, sehr öfter trainiert, aber dafür nicht so viel macht. Also nur einen kleinen Reiz setzt, nur 1, 2 Übungen und dafür aber sehr oft. Das funktioniert für Anfänger meistens besser und funktioniert auch für 80% der Leute, die ich habe, die natural sind, auch besser. Ist einfach ein Punkt, der wichtig ist. Und ja, aktuell mache ich einen Vierersplit. Das heißt, ich trainiere nur viermal die Woche, jeden Muskel einmal. Und ich mache nicht besonders viele Sätze, viele Übungen und so weiter und so fort. Und weil das der Fall ist und weil das für viele von euch auch umsetzbar ist und auch Sinn macht, dass ihr damit Erfolg haben könnt, übrigens Punkt auch dazu, auch jeder Anfänger hätte damit einen Erfolg. Aber es geht ja immer um das Beste. Ja, und wenn man mit einem Ganzkörpertraining mehr Erfolg haben kann als mit einem Vierersplit, dann sage ich euch eben, ist das eben statistisch nie so gut. Ihr kommt auch mit jedem anderen Training voran, aber vielleicht kommt ihr mit dem einen schneller als mit dem anderen voran. Und das wird hier der Fall sein für einen Anfänger. Wie gesagt, Vierersplit. Der Fokus in dem Vierersplit ist jetzt aktuell maximaler Pump. Ich will wirklich im Training maximalen Pump haben. Ich will, dass meine Muskelzelle sich maximal ausdehnt. Am Ende sogar auch das Zellplasma. Ja. Könnt ihr euch mal ein bisschen drüber belesen. Das heißt, es geht jetzt nicht um Kraft, es geht jetzt nicht um große Gewichte. Es geht um möglichst kurze Pausen. Es geht um eine wirklich saubere Ausführung, die über den Muskel geht. Weil je mehr Last ihr natürlich mit dem Muskel, mit den Fasern bewegt und je länger, desto besser ist es. Es geht um kein super langsames Training. Es geht um richtiges Standardtraining, volle Bewegungsradius und ganz normale Wiederholungsbereiche 8 bis 12. So. Was wichtig ist, ihr müsst immer eurem Training und euren Zielen alles anpassen. Das heißt, wenn ihr halt auf Pump trainiert, solltet ihr alles darauf auslegen. Das heißt, vor dem Training kann es sich empfehlen, nochmal eine Prise Salz zu sich zu nehmen, weil das eben nochmal Wasser zieht. Kohlenhydrate auf jeden Fall ums Training hochhalten, damit ihr dann auch nochmal Druck habt. Ihr könnt vor dem Training nochmal schnelle Kohlenhydrate zu euch nehmen. Was ich vor dem Training halt nehme, ist dann jetzt noch so ein Pre-Workout. Na, da habt ihr halt Beta-Alanin drin, ja, zum Beispiel. Citrullin habt ihr auch drin. Und L-Arginin, ja, ich glaube sogar noch ein bisschen Kreatin oder sowas ist hier drin. Das sind alles Sachen, die schön Wasser ziehen oder die eben NOS anregen, also Stickoxidproduktion anregen. Das nehme ich hier auch nochmal extra, das ist jetzt hier übrigens schon drin. Das nehme ich hier nochmal extra Arginin. Ja. Und hier ist nochmal Kreatin mit auch nochmal. Ne, gibt nicht. Braucht man zu, also die riesige Kapsel natürlich mal hin. Und hier gibt es auch nochmal extra noch ein bisschen Kreatin und auch nochmal Arginin. Und gleich gibt es auch noch was, aber das ist ein Trainings-Büro-Arbeits-Fernsehzimmer-whatever. Das heißt, das gibt alles vom Training, das sieht ziemlich viel aus. Aber wie gesagt, nicht vergessen, das Ziel ist maximale Pump. Und maximal heißt wirklich maximal. Und die meisten von euch, die denken, die hatten schon mal einen Pump, hatten eigentlich noch keinen. Den Spruch, no pain, no gain, natürlich eigentlich nicht richtig. Ne? Aber im Endeffekt ist es so, meine Frau, die guckt so, hey, ja, da schon meine Hände tätowiert. Naja, das Prinzip ist, diesen extremen Pump zu kriegen im Training, das hatten die meisten von euch noch gar nicht. Dass es wirklich so weh tut, dass ihr eigentlich heulen wollt und denkt, Alter, ich kann die Hand jetzt nicht nochmal bewegen. Aber rein von der Kraft und von eurer motorischen Fähigkeit könnt ihr sie nochmal bewegen. Nur der Pump ist so groß, dass ihr euch denkt, nee, nicht nochmal. Um das zu kriegen, ist einiges nötig. Saubere, ordentliche Wiederholungen, Übungen machen, in denen ihr gutes Muskelgefühl habt, ordentlich hydriert sein, also ordentlich Wasser trinken, dafür sorgen, dass eben hohe Stickoxidproduktion ist, Blutfluss ordentlich ist, viel Wasser im Körper ist, Glykogenspeicher voll sind, kurze Pausen, nicht zu wenig Wiederholung und so weiter und so fort. All diese Sachen, wenn ihr das kombiniert, kriegt ihr auch einen maximalen Pump. So. So. Das
Beispiel ist jetzt natürlich nicht Film, ne? Ja, das ist auch ein Film. Hier sieht's ein bisschen. Sieht man hier. Siehst du? Das kann ja nicht immer perfekt aussehen. Meine Frau, die hat sich oft gedacht, wir können jetzt hier nicht filmen, ich muss das mal aufräumen. Mein Gott. So Leute, so sieht's halt einfach mal aus. Wenn ihr immer diese komplett aufgeräumten Küchen sieht, also so ein Fake-Scheiß, ja. Das ist immer den ganzen Tag über so aussieht. So. Ja, ich atme sehr laut. Ich wiege aber auch aktuell ein bisschen was. Also, ich weiß gar nicht, wir haben die letzten Videos gemacht. Dieses Day in the Life. Ich weiß nicht, ich da 117. Ich weiß nicht. Aktuell habe ich auf Lernen morgen 123 bis 125 Kilo. Habe jetzt auch erstmal die nächsten Wochen die vor, da nochmal hochzugehen. Will das Gewicht halten, eventuell ein bisschen besser Form. Ganz kleines bisschen besser noch. Beim Training. Bisschen BCAAs und hier dieses Isotonic Powder, habe ich schon öfters erwähnt, im Prinzip ist nur Zucker, aber eben mit einer Osmolarität von 2,78 und damit ist es isotonisch und euer Körper kann eben diesen Zucker noch besser verwerten und ihr merkt das wirklich, das ist wie als würdet ihr die ganze Zeit beim Training euren Glykogenspeicher auffüllen, also der Pump wird immer krasser und immer krasser und immer krasser. Das schmeckt mir auch noch, also perfekt. Und das mische ich mir rein und trinke es halt kontinuierlich übers Training. So. Rein mit ihr. So. Guckt euch diese schöne Lampe an. Ich habe die ausgesucht. Die habe ich ausgesucht. Die ist echt schön. Und bezahlt. Und gezahlt natürlich, ja. Aber die ist echt mega schön. Mega schön. So. Der liegt unser Trainingspartner hin. Der war halt beim Arzt. Der hat jetzt nämlich in letzter Zeit also bestimmt so 6 Mal in die Bude gekackt am Tag. 6, 7 oder so. Kommt schon hin. Ne? Das haue ich mir jetzt auch noch mit rein. Ne? Diese Muscle-Shock-Ampullen von Baby und Hardcore hier ist auch nochmal L-Arginin drin, auch nochmal Beta-Alanin drin und Koffein auch nochmal drin. Also dann habt ihr wirklich maximalen Pump. Maximal. Ihr könntet im Prinzip, wenn ihr es noch ein bisschen übertreiben wollt mit dem Pump, könntet ihr vor dem Training auch noch Aspirin nehmen. Das ist ja nichts Illegales, ja. Aspirin tut halt ein bisschen das Blut verdünnen, aber das würde ich an sich nicht machen. Na, Schmerzmittel jeglicher Art empfehle ich an sich nie. Ich bin absoluter Feind von Schmerzmitteln. Das heißt, ich habe. Guck mal, ich bin jetzt 27. Na, oder? Schatz? Ja. Immer noch. Ich vergesse mein Alter, das Kind, scheiße. Es ist so viel zu tun, ich muss so viele Sachen merken. Ich bin 27, ich werde diesen Monat übrigens 28 Ende des Monats. Wenn wir gratulieren, wir haben 21.10. Und ich trainiere schon jetzt 16 Jahre. Und das Ding ist einfach, in den 16 Jahren habe ich einmal Schmerzen gehabt beim Training und habe mir gedacht, ey, nimmst mal Schmerzmittel. Es ist nur schlimmer geworden, weil du natürlich ein bisschen den Schmerz ausschaltest. Das ist das Schlechteste, was ihr machen könnt. Macht es nie, egal ob ihr Wettkämpfe macht oder was auch immer. Ihr könnt es nur verschlimmern. Nee, weil solange ihr, wenn ihr einen Schmerz habt und den spürt, könnt ihr ja wenigstens drumherum trainieren. Wenn ihr den nicht mehr spürt, dann macht ihr die Übung, die wehtut immer wieder und immer wieder und immer wieder und wird es erst richtig scheiße und sowas bei mir damals. Das heißt, das empfehle ich niemandem. Wenn ihr wirklich was habt, Arzt, einen guten oder halt wie gesagt auf dem Körper hören, drumherum trainieren, was auch immer es ist, auf jeden Fall keine Schmerzmittel nehmen. Empfehle ich zumindest nicht. Ja, das war jetzt die Trainingsvorbereitung und dann legen wir heute los mit Tag 1 und zwar Rücken und Bizeps. Das wird die Kombination sein, die wir machen. Wir machen für den Rücken, ich glaube 5 Übungen, für den Bizeps 4. Wir machen immer 4 Sätze, immer. Dazu zählen keine Aufwärmsätze, also nur Arbeitssätze. Ne? Also 4 Arbeitssätze pro Übung. Falls man bei einer Übung irgendwie nochmal reinkommen muss oder sowas, machen, zählen wir das halt nicht mit. Machen immer 8 bis 12 Wiederholungen. Jetzt kommt das Wichtige. Wenn ihr sagt, okay, das ist mein erster Arbeitssatz und bei 12 könnt ihr noch mehr machen, macht ihr es trotzdem nicht. In dem Training, was ich jetzt hier mache, geht es darum, dass das nicht extrem über die Grenzen hinaus ist. Das ist ein Training, was für mich zur Überbrückung gilt, um meinen Körper mal nicht komplett in den Arsch zu machen.
Für euch aber wird das vollkommen ausreichen. Ja, deswegen, wenn ihr den ersten Satz macht von euren drei Arbeitssätzen, vier, und ihr merkt, ich hätte noch mehr Wiederholungen machen können, ihr hört bei 12 auf. Nehmt ihr mehr Gewicht und guckt beim nächsten. Ja, also es geht nie darum, jetzt jeden Satz an die Grenze zu machen. Es geht darum, ein paar schöne Sätze zu machen, ein paar schöne Wiederholungen. Und es werden schon Sätze bis an die Grenze dabei sein, solange ihr euer Gewicht auch dementsprechend anpasst. Die Pausen versuchen wir bei ungefähr einer Minute zu halten. Wir trainieren zusammen, ich und meine Frau, und machen die Sätze eigentlich immer im Wechsel. Bei manchen Übungen ist halt Pausen länger. Kniebeuge oder sowas, wenn wir einen Beintag haben, sind halt länger. Aus dem Grund auch einfach manchmal der Rücken zu oder so. Und du kannst nicht mal atmen nach einer Minute, das geht einfach nicht. Aber wir versuchen eigentlich bei einer Minute Pause zu bleiben. Das heißt, eine Minute Pause, immer vier Sätze pro Übung und immer 8 bis 12 Wiederholungen. Schöne, saubere. Ja. Bei uns geht es gleich los und ich werde euch bei jeder Übung kurz was dazu erklären. Und dann guckt ihr euch das Ganze an und dann könnt ihr heute hoffentlich was für euch mitnehmen und den Plan auch nachmachen. Bei mir fängt es an zu kribbeln, also müssen wir loslegen.
uns fertig, jetzt kommt noch Bizeps, aber erstmal muss ich mein Getränk auffüllen und erkläre ich euch gleich, was wir im Rückentraining gemacht haben und warum. So, du musst rumkommen hier, das funktioniert nicht. Sonst hast du nur eine Schranktür, die du filmen kannst. So, im Rückentraining haben wir angefangen, vorgebeugtes Langhandelrudern mit Obergriff. Wichtig ist, wir haben ungefähr schulterbreit gegriffen. Hey, ist nicht zu breit, je breiter greift, desto weiter nach oben zieht ihr automatisch das in den oberen Rücken. Wir wollen Latt treffen, das ist das Wichtigste für uns, den schön breit zu kriegen. Dort hingezogen und dort ist es halt wichtig, dass ihr wirklich bei jeder Wiederholung Schulterblätter mit zusammenzieht. Nicht einfach nur, nicht nur rudern so, sondern Schulterblätter zusammenziehen aktiv. Dann kriegt ihr erstens die volle Lattkontraktion und auch die Dichte. Das heißt schön, wie der Latt sich entfaltet aus der Wirbelsäule heraus, dass ihr auch so einen Schildkrötenpanzer, sag ich mal, von der Seite habt. Das war die erste Übung, die wir gemacht haben. Ich muss jetzt hier multitasken. Die zweite Übung, die wir gemacht haben, waren Klimmzüge. Ich denke, dazu gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. Braucht doch irgendwas. Wir haben hier einen etwas breiter als schulterbreiten Griff gewählt, der ebenfalls sehr gut ist für euren Latt. Und wichtig ist hier, Ellenbogen ein bisschen nach vorne ziehen. Wenn ihr die Ellenbogen nach hinten zieht, dann macht ihr eher oberen Rücken, hintere Schulter. Weil ihr macht dann hier wie Reverse Butterfly, ihr zieht eher hier oben rein. Wenn ihr Ellenbogen nach vorne macht, zieht ihr den Latt rein, eure Brust hält es ein bisschen an und ihr trefft auch wirklich ein Latt. Das war unsere zweite Übung. Danach ging es weiter mit T-Handelrudern mit V-Griff. Dort wieder genau das gleiche, das heißt V-Griff schön in den Latt reingezogen, also sehr lattlastisches Training. Danach haben wir aber, und es liegt daran, dass es immer wichtig ist, den Latt schön tief zu ziehen, sag ich jetzt mal optisch. Ja, also oben breit kriegen tut man den eigentlich immer, aber man will ihn halt so tief ziehen wie möglich. Die vierte Rückenübung war dann einarmiges T-Handelrudern. Das ist im Prinzip wie Kurzhandelrudern, nur dass ihr es ja seitlich habt und damit zieht ihr auch ein bisschen her, hier anstatt hier. Aber beim Kurzhandelrudern zieht ihr ja zur Hüfte, wie der Latt, und hier zieht ihr ein bisschen zur Seite, deswegen ist das wirklich, um Fleisch in den oberen Rücken reinzukriegen. Ich bin noch ein bisschen außer Atem vom Training. Und als allerletzte Übung haben wir dann nochmal einen Abschluss gemacht mit sozusagen Kabelrudern. Wir benutzen halt dieses Band dazu, erstens weil wir zu Hause sind und keinen Turm haben. Und das Geile ist halt, dass ihr dort die Wiederholung ein bisschen entscheiden könnt. Das heißt, ihr könnt mal hier reinziehen, ihr könnt mal auch den Winkel verändern, ein bisschen nach oben reinziehen. Dort arbeiten wir einfach nur noch mit ganz kurzen Pausen den Rücken von oben nach unten durch und gut ist. Und das war unser Rückentraining. Und jetzt, weil der Bizeps schon warm ist, gibt's Bizeps. Ganz einfach.
fertig mit dem Rücken- und Bizeps-Training, also mit Tag 1. Für Bizeps haben wir angefangen mit Kurzhandelkörben stehen, alternated, das heißt im Wechsel. Im Wechsel kann man die Handel einfach besser eintrainen. Wenn ihr das gleichzeitig macht, dann werdet ihr nie im Leben die richtig eintrainen. Ihr werdet hier irgendwo aufhören und euren kleinen Fingern nicht richtig rumdrehen. Deswegen eine bessere Kontraktion hat man auf jeden Fall, wenn man es im Wechsel macht. Das ist wie bei vielen Übungen, dass man einarmig einfach eine bessere Kontraktion hat. Mit der Übung fange ich an, weil ich alles, wo mein Handgelenk starr ist, auf die Dauer zumindest, wenn ich es mache, und jetzt aktuell trainieren wir nach einem festen Plan, der immer die gleichen Übungen hat, und wenn ich auf die Dauer als Z- oder Langhandel oder sowas anfange, kriege ich Probleme mit meiner Bizepssehne. Ne? Fängt mir das an weh zu tun. So umgehe ich das, weil ich immer mit dieser Übung anfange. Als zweite Übung, also alles schön warm war, schön Pump drin war und alles, haben wir SZ-Curl gemacht. Beim SZ und auch beim Langhandel-Curl finde ich es persönlich wichtig, wenn ihr eine richtig geile Kontraktion haben wollt, dass ihr einen Ellenbogen zum Körper ranzieht. Das heißt, dass ihr nicht so hier curlt, sondern wirklich den Ellenbogen hier ranzieht, weil ihr dadurch automatisch wieder den kleinen Finger eintretet und ihr so eine bessere Kontraktion halt habt. Wie ihr gesehen habt, ich lasse die Ellenbogen nicht hinten. Ich kriege eine bessere Spitzenkontraktion, wenn ich die Hand mit anhebe. Und solange das Gewicht nicht übermäßig ist oder sowas, werdet ihr da auch keine Probleme in der Schulter oder so kriegen. Das war die zweite Übung, die wir gemacht haben. Mal erhöhen hier. Dritte Übung haben wir dann Scott Curl einarmig gemacht. Ich persönlich finde die Übung besser mit der Langhandel. Das haben wir hier nicht zur Verfügung, so eine Scott Bank, dass wir das machen können. Deswegen machen wir das mit der Kurzhandel. Was ich da mache ist, das sieht man im Video nicht so gut, ich stelle mir die ein bisschen steiler ein. Ne? Es gibt ja die Spider Curls, könnt ihr mal googeln und euch angucken oder auf YouTube oder sowas. Spider Curls sind wirklich gerade runterhängend, ja? Und Scott Curl ist ein bisschen schräger, als ich das gemacht habe. Ich mache so ein Zwischending, da kriege ich die viel bessere Kontraktion einfach rein. Das mache ich als dritte Übung. Das ist halt eine Übung, wo ihr wirklich, wenn ihr einen richtigen Winkel findet, eine dauerhafte, richtig geile Spannung auf dem Bizeps habt. Als letzte Übung noch Konzentrationscurl. Auf dem Oberschenkel angelegt, ist eigentlich genau das gleiche wie ein Scott Curl. Es ist eigentlich von der Art der Kontraktion nicht wirklich ein Unterschied, weil ihr euren Arm leicht gegen den Oberschenkel lehnt, ist euer Oberarm wieder leicht schräg und damit habt ihr fast eigentlich die gleiche Übung. Aber halt ein bisschen anderen Winkel. Von daher macht es schon einen Unterschied, auch wie die Kontraktion sich anfühlt. Und ich finde, je mehr man den Arm so hat, desto weniger schnuppert man die Kontraktion. Je weiter der nach innen wandert, also wenn ich so das Gewicht ziehe, wie wenn euren Bizeps anspannt, kann ich eine viel bessere Kontraktion halt einfach kriegen. Die Bizepsübungen, die wir gemacht haben, sind eigentlich alle nur, wenn man das so nennen kann, also wie euer Bizeps aussieht, das gibt eure Genetik euch vor. Ihr könnt euch nicht aussuchen, ob ihr so einen gemeißelten spitzen Bizeps habt oder einen langen, relativ runden, das könnt ihr euch nicht aussuchen. Auch über die Jahre merkt man schon einen Unterschied an den Übungen, wie man die spürt. Und alle die Übungen, die wir heute gemacht haben, so wie wir sie gemacht haben, spüre ich halt wirklich in der Spitze, in diesem Teil, der halt der höchste Punkt ist vom Bizeps. Und das ist mir wichtig. Warum ist mir das wichtig? Ich habe einen mega riesigen und starken Trizeps. Mein Bizeps ist dagegen optisch nicht ganz so gut. Das heißt, die Breite interessiert mich nicht. Ja, also jetzt haben wir Curls, wie wir machen oder sowas. Mich interessiert wirklich, dass der so hoch wie möglich wird. Weil auch meine Schulter riesig ist. Also wenn ich Bilder mache von hinten, Rücken, Doppel, Bizeps, meine vordere Schulter ist immer höher. Obwohl ich kalt 52 cm Oberarm habe, also wenig habe ich nicht. Aber mein Bizeps ist einfach nicht dominant. Deswegen versuche ich nur an der Höhe zu arbeiten. Ja. Das war's mit Tag 1, Rücken und Bizeps. Leider heute im Dunkeln. Ja, und da wir halt mit dem Handy filmen, ist es nicht so schön geworden. Aber die nächsten Tage werden wir versuchen, bei Tageslicht zu machen. Ob wir das hinkriegen, kann ich nicht versprechen, aber wir versuchen es auf jeden Fall. Und dann seht ihr auch ein bisschen mehr. Also in dem Sinne, macht's gut und schönes Training gewünscht.